Inflation, Heizungsstreit, steigende Zahl von illegalen Flüchtlingen. Die aktuellen Krisen, die hinterlassen ihre Spuren. Viele Menschen machen sich Sorgen, teils sogar existenzielle Sorgen. Das schlägt sich auch in den politischen Umfragen nieder. Während die Regierungsparteien an Beliebtheit deutlich verlieren, profitiert insbesondere die AfD. Wir haben uns die Gründe für den AfD-Höhenflug mal näher angeschaut. Hau-Abrufe und Pfiffe für den Kanzler. Diese Bürger im brandenburgischen Falkensee sind von Olaf Scholz und seiner Bundesregierung enttäuscht, machen ihrem Unmut bei einer SPD-Veranstaltung lautstark Luft. Ähnlich ungemütlich für Kanzler Scholz dürfte der Blick auf den aktuellen Sonntagstrend sein. Seine SPD sinkt auf 19%, liegt wieder deutlich hinter der Union. Die Kanzlerpartei teilt sich Platz 2 sogar mit der rechten AfD. Die profitiert von der geschwächten Ampel, erreicht einen neuen Höchstwert. Ein möglicher Grund für den Sinkflug der Ampel-Umfragewerte, der ständige Zoff zwischen den Koalitionspartnern. Zuletzt vor allem beim umstrittenen Heizungsgesetz. Herausforderungen, die hinzugekommen sind, die müssen intern besprochen werden und die gemeinsam gefundene Position, die muss geschlossen nach außen vertreten werden. Ansonsten entsteht der Eindruck eines Hühnerhaufens und das nutzt immer den Antidemokraten und Populisten. Auch Themen wie die Inflation, der Krieg in der Ukraine oder die Flüchtlingsfrage müssten eigentlich der stärksten Oppositionsfraktion in die Karten spielen. Doch die Union profitiert vom Ampeltief wenig. Ganz offensichtlich auch deshalb, weil das Mantra der Koalition, alle Probleme seien auf 16 Jahre unionsgeführte Regierung zurückzuführen, ganz offensichtlich durchaus verfängt bei den Menschen im Land. Die AfD dagegen lacht sich ins Fäustchen. Sie hat ihre Umfragewerte innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Wir werden wahrgenommen als die einzig wahre Opposition zu Grün. CDU wird als solche nicht mehr wahrgenommen. Wir haben einfach in entscheidenden Dingen recht gehabt, das merken die Leute. Besonders hoch sind die Werte der AfD im Osten. Hier dürfte es der Kanzler vielerorts weiter schwer haben.